Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Ausgabe von Insights bei Aero. Ja, willkommen, lieber Markus Hirsch. Unser heutiges Thema ist Fortinet Security Operations Center as a Service. Ja, und in dem Thema heute geht es, wie diese neue Technologie Ihre Arbeitsabläufe optimieren können. Ja, das SOC AAS, jetzt abgekürzt, so wie wir es auch in der Einladung drinnen stehen haben, bietet eine aktive rund um die Uhr Überwachung und Erkennung von Sicherheitsereignissen sowie verdächtiger Aktivitäten. Ja, und das Thema KI natürlich, das haben wir jetzt, glaube ich, eben mittlerweile jeden Tag am Tisch letztendlich und den Fortinet-Fachleuten als Teil Ihres Teams und natürlich auch vom Aero-Team können Sie Bedrohungen priorisieren und schneller darauf reagieren. Bei bestätigten Zwischenfällen werden Sie innerhalb von 15 Minuten benachrichtigt. Ja, also das ist schon relativ zeitnah, würde ich sagen, Herr Markus. Ja, und wie das genau funktioniert in der Fortinet-Welt, im Fortinet-Universum, werden wir uns jetzt einmal näher ansehen, hätte ich gesagt. Ihre Ansprechpartnerin, die sitzt auch rechts neben mir, die Frau Tomka-Waluschek, Ihre Ansprechpartnerin für Fortinet. Ja. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Da werden wir dann auch natürlich noch eine entsprechende Teamübersicht geben. Aber gehen wir mal in Medias Res, hätte ich gesagt. Ja, wenn Sie Fragen haben, die meisten von Ihnen kennen es, einfach über das Question Panel zu stellen. Gut, Markus, dann würde ich sagen, wir fangen einfach an. Jawohl, auch wenn ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel zum Sagen habe nach deiner Einleitung. Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe vor, nur ganz kurz Slides zu machen und dann wirklich live herzuzeigen, was denn da wirklich dahinter steckt, was das wirklich kann. Nur bevor ich anfange, weil ich Angst habe, dass ich mich hinten wieder verplappere und mir die Zeit davonläuft, möchte ich hinweisen auf den 14. Mai. Da findet wieder die Fabric Challenge statt. Das ist ein Gamified Event, bei dem Techniker in Zweierteams antreten und Aufgaben bewältigen müssen, Punkte sammeln und am Schluss gibt es ein Siegerteam und das wird dann auch entsprechend ausgezeichnet. Die Challenge ist offen für Techniker bei Partnern, keine weiteren Voraussetzungen erforderlich, einfach nur dabei sein, vorher anmelden und dann auch das exklusive Event-T-Shirt, das es nur auf diesem Event gibt, mit nach Hause nehmen. So, das dazu ganz kurz und jetzt zum eigentlichen Thema. SOC as a Service. Kannst du dazu machen? Achso, das ist ja das Fachwort. Okay. SOC as a Service. Und was machen wir denn da? Worum geht es da überhaupt? Die grundsätzliche Idee eines SOCs ist ja, Log-Informationen zu nehmen, auszuwerten und dann zu schreiben. Genau das ist es, was unser SOC macht. Wir nehmen die Logs aus FortiGate, FortiSASE, FortiSandbox und FortiClient, analysieren die und geben dann Bescheid, dass was zu tun wäre. Und das ist genau der Punkt, wo man jetzt sagen kann, okay, nehmen wir damit den Partnern Umsatz weg? Ich glaube nicht. Es hängt jetzt ganz davon ab, wie man sich aufstellt. Wenn ich als Partner selbst ein SOC betreibe, ja gut, dann hänge ich den Kunden lieber in mein eigenes SOC und nehme nicht das von der Fortinet. Fein, gut. Viele Partner haben kein eigenes SOC und hier können wir mit unserem SOC helfen. Und das sieht man hier auch, also auf der roten Hälfte. Wir erkennen es, wir untersuchen es, wir schauen nochmal genauer drauf. Und wir eskalieren es. Also wir schreien laut, damit der Partner dann darauf reagieren kann. Und genau das ist es, wo dann wiederum die Dienstleistung des Partners sehr schön reinpasst, weil was auch immer gefunden wird in den Logs, was auch immer gemacht wurde, irgendwer muss dann auf den Geräten darauf reagieren und das ist dann eben wiederum Dienstleistung, die man als Partner beim Kunden entsprechend platzieren kann. Ja, was machen wir? Wir haben einen Analyzer und ein SOA und andere Systeme irgendwo in der Cloud stehen. Und das rennt natürlich 24 mal 7.
Und wir haben auch 24x7 Menschen, die dann draufschauen. Also das ist jetzt kein 100% automatisiertes Service, sondern die Alarme werden dann auch wirklich noch von Menschen validiert und überprüft, bevor eskaliert wird. Was auch rauskommt, sind Hardening Best Practices. Das heißt, es kommen Reports auch raus, die mir zeigen, wo ich denn in der Konfiguration meiner FortiGate vielleicht noch etwas verbessern sollte, weil irgendwo etwas nur auf Monitoring und nicht auf Blocking gestellt ist. Und das Ganze als gemeinsame Sprache rennt es über das MITRE ATT&CK Framework, einfach damit man sieht und versteht, wo ist jetzt Handlungsbedarf, in welcher Phase des möglichen Angriffes sind wir denn. Ich weiß, das ist relativ klein, muss man auch gar nicht im Detail lesen. Das ist halt so das aktuelle MITRE ATT&CK Framework, wo ganz links der Angreifer mich ausspioniert und überhaupt einmal rausfindet, was gibt's denn von mir. Und ganz rechts ist dann die Verschlüsselung schon zu spät. Auf attackmitre.com kann man sich das genauer anschauen. Und da wir unsere Use Cases, wie das in der SOC-Sprache auch so schön heißt, auf das MITRE Framework mappen, habe ich einfach mal eingefärbt, in welchen Phasen des Angriffes wir denn etwas erkennen. Das wird auch ständig erweitert. Und hier stehen wir jetzt aktuell einmal und werten die Logs entsprechend aus. Dazu komme ich nachher dann noch ein bisschen mehr. Die Frage, die sich klassischerweise stellt, Cloud ist super, aber wo ist denn das? Alle europäischen Kunden werden aktuell in Frankfurt bedient. Ein weiteres Data Center ist gerade im Aufbau. Das wird dann nicht zufälligerweise im Süden Frankreichs stehen, wo ja auch unser europäisches Headquarter ist. Dann wird es dort das zweite Data Center dafür geben. Und die Analysten, die sich das anschauen, während bei uns, naja, heute gerade nicht, aber normalerweise die Sonne scheint, also tagsüber, die sitzen in Prag und dann wird das halt entsprechend Follow the Sun weitergegeben. Und hier noch ganz kurz die Produkte, die wir hier unterstützen, ist einerseits die FortiGate, ist natürlich andererseits FortiSASE und drittens der FortiClient, stand heute nur mit der EMS Cloud Subscription. Die On-Prem-Variante ist auf der Roadmap und wird in den nächsten, ich sage jetzt mal, 3 bis 6 Monaten dann auf alle Fälle verfügbar sein. Das würde natürlich noch weiter springen. So, ja, wie gesagt, wir schauen die Logs an, wir sammeln die Logs über 90 Tage, danach löschen wir sie wieder. Wir schauen sie an, wir eskalieren. Es gibt dann auch eine Chat-Möglichkeit, um Nachfragen zu stellen, wenn ein Case eskaliert wurde. Und über die Improvement Reports gibt es dann die Möglichkeit, auch entsprechend die Konfiguration bei den Kunden reihum zu verbessern. So, wir sind ja mit unserem Cybernauten-Programm in Österreich sehr auf der Claim-Bausteinwelle und darum habe ich hier für die Live-Demo auch meine Freunde aus der Claim-Baustein-Welt geholt. Das Wort mit L, weiß ich nicht, wann man das sagen darf und wann nicht, darum bleibe lieber beim allgemeinen Begriff. So, wie schaut das Ganze aus? Ich greife ganz normal über mein supportfortinet.com-Account drauf zu, bin hier in meinem Dashboard, gehe dann auf Services und SOC as a Service und lande dann schon im Dashboard. Das Dashboard zeigt hier sehr schön in dem Beispiel hier meiner Demo-Umgebung. Ich habe einen Client drinnen, ich habe 5 FortiGates drinnen. Letztendlich sind 51 Endpoints da drinnen zu sehen und 6 User. Also jetzt nicht überragend viel. Und diese Umgebung hat in den letzten 90 Tagen 7,8 Millionen Logs generiert. Daraus sind 270 Events, Security Events entstanden. Das heißt, hier ist 7,8 Millionen Logs sind am FortiAnalyzer hier angekommen. Der FortiAnalyzer hat daraus 278 Events gemacht.
Daraus, dahinter steht dann eben ein Fortisor, das daraus dann 29 Alerts gemacht hat. Und man sieht hier auch dieses kleine Menschensymbol dabei, die sich dann Menschen angeschaut haben und die dann auch 29 Alerts daraus gemacht haben und hier an den Administrator weitergegeben haben. In dem Beispiel hier der Demo-Umgebung hat es den Administrator aber nicht wirklich interessiert, weil wir eigentlich ja auch ein bisschen Alerts generieren wollen. Das ist die eine Sache. Und das zweite hier, ich sehe die Logs, ich habe die offenen Alerts und wo ich noch hin wollte, das habe ich vergessen. Es gibt auch das Handbook dafür, das ist in der allerersten Seite, wenn ich mich anmelde, habe ich hier diesen Use Case Guide. Und der Use Case Guide zeigt mir eben genau, welche Use Cases, also welche Logs für welche Gerätearten und auch ein ganz wichtiger Punkt, für welche Logs, die wir brauchen, um das sinnvoll zu erkennen, zusammengestellt werden. Und wir sehen hier FortiGate, FortiSASSI. FortiSASSI könnte man sagen, in dem Fall ist einfach FortiGate in der Cloud gehostet. Hier die FortiGate mit Sandbox. Und so, hier habe ich auch dann FortiClient, der auch die Windows-Logs dann entsprechend mit hinliefert. Und damit macht das Ganze dann natürlich erst so richtig Sinn, wenn ich auch die Windows-Logs hier drinnen mit berücksichtige. Was wir hier auch ganz deutlich sehen, nur mit einem Traffic-Log aus der FortiGate ist das natürlich nur die halbe Miete. Das heißt, ich brauche schon auch Application, Webfiltering, DNS, IPS-Logs, damit das Ganze einen Sinn macht, aber eine Firewall, die halt einfach nur auf IP-Adressen und Source-Ports schaut, ist natürlich heutzutage auch nur die halbe Miete, also es macht definitiv Sinn, hier die entsprechenden Subscriptions auf den Firewalls einerseits zu kaufen, aber auch zu konfigurieren und zu verwenden. So, schauen wir wieder rüber ins SOC as a Service. Ja, die verschiedenen Statistiken sind natürlich eine Sache und hier habe ich jetzt auch gleich die offenen Alerts. Ich habe hier eine Malware, die irgendwo verwendet wurde und hier haben wir schon, sehen wir schon sehr schön, das ist Medium, eine Malware detected by FortiSandbox und das ist ein shodi.l für eine IP-Adresse. Also hier haben wir einfach wirklich versucht, Malware runterzuladen von einer bekannten Malware-Seite und man erkennt es auch am Namen, das ist was Generiertes gewesen, aber ich habe hier eben auch dann die weiteren Informationen dazu und die Einstufungen, wann ist es aufgetaucht, wann ist es eskaliert worden und ich habe hier dann dahinter auch eben auf welchem Host läuft es. Ich habe dann auch die Indicators, also ich habe den File-Hash dann dabei. Ich sehe, auf welches Gerät hat man das geliefert, war die FortiGate 2 und Endpoint war jetzt da keiner betroffen. Das war keiner der PCs, auf denen der FortiClient läuft, um das entsprechend zu sehen. Ich habe hier herüben auch in den Comments, so, jetzt muss ich das wieder ein bisschen wegschieben, nochmal die Information, das ist im Wesentlichen auch das, was per E-Mail daherkommt. Per E-Mail wird dann eben ausgeschickt, hier gibt es etwas, klick's auf Portal. Mehr Informationen sind in der E-Mail nicht drinnen. Der Rest der Informationen ist eben hier im Portal zu finden. Und hier drinnen habe ich dann auch die Möglichkeit, weitere Fragen in einem Chat an den Analysten, der das weitergeleitet, also eskaliert hat, zu stellen und nochmal Nachfragen zu stellen, was das für mich dann jetzt bedeuten könnte. Das ist eine recht praktische Sache, dass man hier dann auch nochmal wirklich mit einem Menschen im Hintergrund chatten kann. So, nochmal zurück zu den Alerts. Ich habe hier einen Botnet-Traffic, wo ein Client, der 168.10.199.168
in meinem Netz hat mit einem Botnet gesprochen. Auch hier sollte man genau überlegen, was ist denn da jetzt tatsächlich der Fall. Das Ganze ist zweimal passiert. Gut, hier habe ich nochmal die IP-Adresse. Hier sehe ich jetzt auch den Endpoint, wo ich die Informationen habe. Da ist sofort die Client mit draufgelaufen. Habe ich die Telemetrieinformationen. Das war der User 3 in meiner Umgebung. Und ich habe auch die Attachments, das heißt, die Kollegen aus dem SOC erstellen dann auch weitere Reports. Und wenn wir da dann draufklicken, dann habe ich hier jetzt den Report, wo ich sehe, aus welchen Logs kam denn das zusammen und kann das weiter durchgehen. Hier sind es Testdaten, da steht dann unten nicht so viele Informationen tatsächlich dabei, aber alles, was an Informationen zusammengesammelt wird von den Analysten, habe ich hier gleich angehängt und ich habe natürlich auch die vollständigen Raw-Logs aus der FortiGate, damit ich alle Informationen da drinnen versammeln habe. So, alles wieder weg. Und gehen wir wieder zurück. Auch Risky Applications, Torrent wird als solche eingestuft, sind eine sehr interessante Sache. Hier habe ich, so, das müsste glaube ich sein, auch etwas Interessantes. Hier habe ich jetzt etwas, das vom IPS erkannt wurde, also ein Angriff auf den Internet Explorer. Und hier ist etwas Wichtiges drinnen, wenn ich mir es anschaue. Has detected unblocked intrusion attack. Das heißt, ich habe IPS hat zugeschlagen, ist aber so konfiguriert, dass nicht geblockt wird. Also dieser Angriff ist durchgegangen und wenn die Version vom Internet Explorer, die da verwendet worden ist, stimmt, die richtige war, dann ist die Attacke durchgegangen und der PC gehört vielleicht gar nicht mehr mir. Das heißt, das ist etwas, das ich mir schon recht zeitnah anschauen sollte. Und auch hier habe ich dann wieder Attachments und habe wieder meinen IPS-Triage-Report und habe auch, sehe ich hier, das stammt jetzt von meiner 80E und habe auch hier wieder die Informationen über den Endpoint und das ist eben jetzt ein Client, wo auch FortiClient draufläuft mit dem EMS, das hier connected ist und die Logs mit reinliefert. Das ist mal so ganz kurz durch ein paar Alerts durchgeklickt. Ich habe hier auch Service Requests, das heißt, ich bekomme hier auch Informationen über FortiOS Vulnerabilities, die ich patchen sollte. Das heißt, auch hier habe ich dann die automatischen Notifications. Da gab es in der Vergangenheit ja leider ein paar. Werde ich hier nochmal darauf hingewiesen, dass ich das machen sollte. Und dann habe ich hier auch die Onboarding, also wenn ein neues Gerät bei mir auftaucht oder wenn ich alte Geräte ausmustere, dann rennt es hier über diese Service Requests. Ich habe meine Assets drinnen, wie gesagt, ich habe hier 5 FortiGates drinnen, eine echte und der Rest sind VMs, die einfach nur Demo-Daten hier in meiner Umgebung generieren. Was auch passiert, ich bekomme wöchentlich Reports, einerseits was die Logs betrifft, andererseits eben der SOC-Monitoring-Report, wenn wir da reinschauen. Dann habe ich hier die Informationen über meine Devices, über die Alerts. Wie gesagt, das ist eine Demo-Umgebung, da tut es jetzt leider nicht gar so viel. Und sehe einfach, was hat sich denn getan. Und was auch interessant ist, ist eben dieser Configuration Tuning Report, der mir eben genauso Alerts auch nochmal vor Augen führt, dass IPS etwas gefunden hat, aber nicht konfiguriert ist, um es zu blocken und kann dann damit durchgehen und kann sagen, wäre doch eine gute Idee, die Konfiguration der FortiGate entsprechend zu tunen. Ich bekomme auch die FortiGate Health Informationen, das heißt, wie geht es meinen FortiGates, wie schaut, wer liefert, wie viele Logdaten, welche Severity von welchem Gerät,
bisschen statistische Informationen rundherum, aber auch, wie ist denn die CPU und Memory Usage meiner Geräte? Und wenn ich sage, okay, ich habe hier einen Peak von 99%, das ist okay, damit kann ich leben, weil Average, sagen wir irgendwo im 0, irgendwas Prozentbereich, dann ist es okay, habe ich hier ein Average CPU von 60, 70, 80, 90%, dann weiß ich, die Pforte geht ist zu klein. Auch Memory Usage ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und habe damit auch gleich den Überblick, was sich auf den Geräten meiner Kunden tut. Was es auch gibt, hier die Forensic Analysis. Wir haben hier die Integration mit den Forensic Analysis Services für meine Pforte Clients übers EMS. Das ist ja auch ein Service, das ich mir dazu nehmen kann. Hier kann ich Files submitten und kann sagen, hey Kollegen, schaut euch das doch bitte an. Bekomme das dann entsprechend ausgewertet. Was hier in dem Account eskaliert wird, wird von den Kollegen geflissentlich ignoriert, weil die wissen, dass es ein Test ist. Aber hier kann ich eben alles, was auf meinen Clients, wo ein FortiClient drauf ist, gefunden wird, den Kollegen zur weiteren Untersuchung geben. Das mal zum schnellen Überblick. Jetzt schaue ich mal ganz kurz auf die Fragen. Ich sehe noch keine Frage drinnen, dann mache ich einfach mal weiter. Die erste Frage, die ich erwarte eigentlich, ist, wie funktioniert das jetzt mit Geräten für Kunden? Das SOC as a Service Portal ist mandantenfähig in zweierlei Hinsicht. Einerseits kann ich es hier jetzt über das Support-Portal, kann ich in die Accounts meiner Kunden einsteigen. So ist es auch bei mir. Wenn ich mich anmelde, habe ich dann mal die Auswahl, in welchen Account möchte ich denn rein. Und hier bin ich in diesem SASSI-SOC-Demo-Account und logge mich aus, logge mich wieder ein, werde wieder gefragt, habe die Liste all meiner Accounts und kann dort reingehen. Gut, das ist jetzt ein bisschen mühsam, ständig ab- und anmelden. Was genauso funktioniert, ist mit dem Multi-Tenancy-Service auf meinem Account kann ich ja die Organizational Units im Asset Management machen, habe dann hier bei den Assets meine Organizational Units, sehe ich auch hier und kann dann in den Kunden EMEA, in den Kunden GCP, in den Kunden Sophia rein und kann dort dann wieder auf Services gehen und muss mir nicht ständig hin und her ummelden. Das ist die zweite Variante und die dritte Variante, wenn die Geräte alle auf einen Account sind, also wenn ich die Geräte meinem Kunden vielleicht gar nicht verkaufe, sondern nur vermiete und die alle auf mich registriert sind, dann kann ich innerhalb des SOC as a Service, habe ich hier die Möglichkeit, meine Kunden zu gruppieren und habe hier jetzt zum Beispiel MSSP Fortinet, so nennen wir hier in dem Beispiel alle Geräte, die mir zum Betrieb meines Services, meines Unternehmens gehören und dann habe ich hier meine Kunden drunter aufgelistet. Ob da jetzt MSSP Doppelpunkt und Client Doppelpunkt steht, ist einfach freie Textwahl und kann man das hier dann entsprechend zusammenstaffeln. Das Schöne ist, ich bekomme dann auch die Reports entsprechend nach diesen Gruppierungen geliefert. Ich habe das vorher geflissentlich ignoriert. Wir sehen hier der Client Fortinet und der CSE Europe Client A. Das ist genau das, wie sie hier auch benannt sind. Und bekomme dann eben den SOC Monitoring Report für jeden Einzelnen. Ich bekomme keinen Report fürs Login und sonstigen für den, weil in der Gruppe sind hier in dem Beispiel gar keine Kunden drinnen. Ansonsten bekomme ich das alles doppelt. Und die Reports werden wöchentlich erstellt. Ich kann auch über die Service Requests, wenn ich es brauche, Reports für bestimmten Zeitbereich
Anfragen, also wenn ich dann eben vereinzelte Fälle habe, wo ich sage, jetzt bräuchte ich mal über 2 Monate oder 3 Wochen oder 47 Tage, weil da irgendwas seltsam war, einen der Reports gezogen, dann kann ich einfach einen Service-Request machen, die Kollegen schedulen mir das und dann bekomme ich den hier genauso reingeliefert. Das ist so der schnelle Überblick über die über das SOC as a Service. Fragen kommen keine daher. Es ist sehr, sehr einfach in der Anwendung. Das, was dahinter steckt, das Komplizierte, ist das, was unser SOC euch als Partnern abnehmen kann. Das ist der 24-7-Betrieb. Das ist das Aufsetzen der Produkte dahinter. Also in unserem Beispiel hier eben FortiAnalyzer und FortiSOA und die entsprechende Konfiguration, die Wartung von dem Ganzen. Und ja, in der Anwendung ist es sehr einfach. Ich muss dahinter dann nur wissen, was mache ich, wenn ich einen Alert bekomme, was konfiguriere ich, was muss ich mir anschauen. Und das ist genau das, wo ihr als Partner dann beim Kunden wieder helfen könnt. Ja, ja. Habe ich doch nicht verplappert? Überhaupt nicht. Bin in der Zeit. Gerne Fragen, ansonsten zurück ins Studio. Ah, du siehst Fragen, ich sehe sie. Ich sehe die Frage, ja. Wie sieht das Pricing aus? Ah, ja, guter Punkt. Ja. Stimmt, das war die andere Frage, die ich erwartet hätte. Ich gehe noch mal kurz zurück zu meinen Slides. So, vom Pricing her, es ist ein Service, das pro FortiGate zu beziehen ist. Und liegt bei ungefähr 30-35%, wenn ich es mit dem FortiGate mit ATP-Service vergleiche. Also eine FortiGate 40 mit ATP liegt bei ungefähr, ich runde jetzt 900 Euro für ein Jahr und das SOC as a Service dafür liegt dann bei ungefähr, wieder stark gerundet, bei 300 Euro. Listenpreis. 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 Etwas anderes. Mhm. Über etwas anderes darf ich ja gar nicht reden. Ja, genau. Und dann haben wir noch eine weitere Frage. Ist ein Cloud Analyzer im Service enthalten oder muss dieser beim Kunden vorhanden sein? Teils, teils. Also, wie ich es möchte. So, da habe ich dahinter Slides. Für kleine Umgebungen kann ich direkt von der FortiGate in das CloudSOC die Daten liefern lassen über einen Analyzer Cloud, der auch dabei ist. Ich kann aber auch über einen Analyzer, den ich on-prem habe, die Daten hinliefern. Und wenn es eine ganz kleine Installation ist, dann kann ich, dass das passiert über das Log-Forwarding-Feature, auch über die Free-Version vom On-Prem-Analyzer machen, der mir ja 3 Geräte supportet. Mhm. Noch eine Frage habe ich gesehen. Ja, ob er gleich rabattiert wird wie genau, eine Subscription. Es ist eine Subscription und ist damit in der gleichen Rabattstaffel. Okay, gut. Weitere Fragen bitte einfach noch zu stellen. Vielleicht kurzes Feedback, ob wir die Fragen eingehend beantworten konnten. Gut, falls nicht, dann gehen wir kurz, du bist jetzt einmal so weit durch. Ich bin durch und bin wieder ruhig. Okay, so. Danke fürs Feedback, vielen Dank. Ja, was können wir jetzt als Aero für Sie, für euch für Gutes tun? Wie Sie sehen, lieber Tomka, du sitzt ja neben mir. Wir sind doch ein sehr großes Team mittlerweile, was das Team von Fortinet betrifft. Also brauchst du es nicht durchlesen, ihr bekommt es jetzt, bekommt es im Nachgang sowieso dadurch gesendet. Wichtig an der Stelle sei zu erwähnen, dass wir Fortinet für uns ein sehr strategischer Hersteller ist und wir im Prinzip von der Produktberatung, Lizenzberatung gemeinsam mit dem Team von der Fortinet, mit dem Markus und seinem Team euch entsprechend in Projekten unterstützen können. Weiter sei erwähnt, dass wir auch
Ausbildungszentrum sind. Meine liebe Kollegin, die Marion Beate Hochreiter, ist dafür zuständig, aber auch natürlich unser technisches Team mit dem Florian Fuchs und dem Michi Goschler, sie entsprechend bei POCs unterstützen können. Ja, Tomka, müsst noch ein paar Worte verlieren? Ja, also wir sind im Vertrieb auch jetzt komplett aufgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch anrufen. Wenn es einmal länger dauern sollte bei Angeboten, dann fehlt meistens noch eine Projektbestätigung. Aber wir sind sehr bemüht, dass wir das alles schnell abwickeln. Und wenn es wo zu lange dauert, dann bitte mich direkt kontaktieren und dann gehe ich der Sache nach. Wunderbar. Danke. Sehr schön. Ja, Rainer Hornacek, abschließend mein Name. Ich glaube, viele von Ihnen kennen mittlerweile das Format. Ich mache es ja mit dem Markus und der Tomka auf regelmäßiger Basis. Wir werden Sie auch weiter informieren. Das ist uns ganz wichtig. Wir werden das Ganze auch wieder online stellen auf unserem YouTube-Kanal. Für alle, die diesen noch nicht abonniert haben, einfach mit dem Smartphone abklicken auf den QR-Code. Einfach uns folgen. Ich bringe da jetzt ganz gerne immer mittlerweile das Thema Newsletter. Ja, ist nett, aber ich denke, wir sind mittlerweile eine On-Demand-Gesellschaft, zumindest auch ich in einem gereifteren Alter bin mittlerweile so, dass ich mir das immer ganz gerne anbrache, wenn ich halt Zeit habe. Und so haben wir das auch entsprechend bei der RECS Österreich eingerichtet. Gut. Schauen wir nochmal, Fragen sind keine aufgetreten, dann haben wir fast der Punktlandung, was ich jetzt soweit sehe, wunderbar. Ja, dann vielen Dank, lieber Markus. Danke für die Einladung. Gerne, und ich freue mich, Sie bei einer der nächsten Ausgaben von Insights bei Aero wieder begrüßen zu dürfen und wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke, tschüss, wiederhören.